Da ich schon lange wieder kein Faktenvideo gemacht habe, dachte ich mir, mache ich das mal wieder, denn dieses Format kommt sowieso sehr gut auf YouTube an und deswegen fange ich jetzt einfach mal wieder von vorne an mit 10 Fakten über Snoke. Snoke, seine Spezies ist unbekannt, so wie die von Yoda. Bislang gibt es noch keine genauen Details, wer er ist oder was er ist. Dass er ein Mensch ist, schließt man aus. Man nennt ihn einfach humanistisch ähnlich. Da er ähnlich aussieht wie ein Mensch. Er geht auf zwei Beinen, hat zwei Arme, hat einen Kopf, hat 2,16 Meter. Das ist ungefähr menschlich. Genauso unbekannt ist es auch, woher er kommt, aus welcher Region der Galaxis. Unbekannte Region noch nicht erforscht. Dadurch kann man darüber auch noch nicht viel sagen. Zum zweiten Fakt: Snokes offizielles Design wurde erst im Oktober 2015 offiziell, ich sag mal, bekannt gegeben intern. Das ist 2 Monate vor Kinostart. Vorher wusste man noch gar nicht so richtig, ja, wie sah Snoke eigentlich aus. Passend dazu mein dritter Fakt. Denn ursprünglich war Snoke weiblich geplant. Und wenn man diesen Fakt mal genauer beleuchtet, dann ist eigentlich klar, dass Snoke niemals Plagueis sein könnte, wenn Snoke mal weiblich sein sollte. Das hätte keinen Sinn ergeben, richtig. Es sei denn, naja. Krasse Zufälle geschehen nur in geschriebenen Geschichten, so wie mein Fakt Nummer 4. Denn Snoke ist Ende der Klonkriege, beziehungsweise den beim Aufstieg von Lord Vader geboren. Sehr interessant. Snoke war auch nie ein richtiger Sith, denn er gab nicht viel auf die Sith und brach auch sämtliche Regeln, die die Sith einmal über die ganzen Jahrtausende erschaffen haben. Zum Beispiel brach er die Regel der Zwei, wie man jetzt im nächsten Fakt erfahren wird. Denn Snoke hatte vor Kylo Ren mehrere andere Schüler noch. Was aus denen jetzt passiert ist oder sonstiges, weiß man noch nicht. Wie gesagt, Snokes Geschichte bis vor Episode 7 ist sehr lückenhaft und alles nur kleine Fakten. Ja, und Snoke war durchaus auch anders vom Charakter her als ganzen anderen Sith-Lords, denn Snoke liebte es eher luxuriös. So war auch sein Thronsaal sehr steril, wie geleckt, und selbst sein Mantel war aus Gold. Snokes Ring war aus Obsidian, und dieses Obsidian wurde aus Vaders Festung entnommen. Und was auch spannend ist, selbst der Arbeitstitel für Episode 9 war Black Diamond, der wohl sehr anlehnlich auf diesen Ring von Snoke war. Wir werden es erfahren. Und mein neunter Fakt ist sehr lustig, denn ja, wie schon erwähnt, Snoke hatte immer einen langen goldenen Mantel, aber unter dem Mantel trug er grundsätzlich immer nur Pantoffeln. Jeder Bösewicht ist anders. Und zu guter Letzt, ganz schlicht und einfach, Snoke ist Snoke. Snoke ist einfach der, wer er ist. Er ist kein Mace Windu, er ist kein Plagueis, er ist kein Palpatine, er ist einfach Snoke. Snoke ist geboren und wurde dann zu diesem Supreme Leader. Fertig. Und das war jetzt auch schon mein 10-Fakten-Video über Snoke. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich habe ein bisschen Sachen rausgefunden, die ihr noch nicht so ganz wusstet. Würde mich über ein Abo freuen und verpasst keine weiteren Videos. Guckt in meinen Playlists nach, da gibt es noch weitere Videos. Ich baue zum Beispiel bei Minecraft den Jedi-Tempel nach, in Survival-Modus und so weiter und so weiter. Wir sehen uns, kommentiert, bis denn, ciao. Möge die Macht mit euch sein.